Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Force. Ich bin's, euer DSD Steve, und... Euer Let's Play Retro World! Ja, es geht wieder weiter mit Force. Sagen wir, wann der letzte... Dieser Spielstand hier? Ja. 1:57:28. Ja, sieht man, ja. Wie spät wir immer aufnehmen. Genau. Das ist nämlich für uns gerade eine neue Aufnahme-Session. Und... Ja, ich mag diese Map. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mag die. Mir gefällt dieser Wagen, der da rumsteht mit den Eseln und so, ne? Es sind Pferde. Die sind doch ganz eindeutig grau. Ja, aber ich glaube schon, dass es eindeutig Pferde sind. Ja, dir, gut. Guck dir mal die vor, Mann. Also, ich habe noch nicht einen Esel gesehen. Also für mich auf diesem kleinen Bildschirm, der nochmal in einem kleinen Bildschirm drin ist, sind das ganz eindeutig Esel. Das heißt also, dass wahrscheinlich Pferde durch doppelte Inception zu Esel werden? Ich habe außerdem noch nie graue Pferde gesehen. Du? Ich auch nicht, aber... Ja... Laber den Typen mal an. Ja, du darfst. Vorsicht! Geht nicht weiter! Was ist los? So ein Monster! Geht nicht weiter! Ich konnte gerade so entkommen! Das hättest du eigentlich Monster sagen müssen. Naja. Sieht aus, als wäre... ja, genau, ja. Als wäre er in einem Schockzustand. Egal, was da kommt. Wir nehmen es uns vor. Boss Time! Dann lasst mich euch einige Mittel anbieten. Natürlich müssten wir jetzt wahrscheinlich kaufen. Ja. Ja, selbstverständlich. Wer kennt das nicht? Du, und Silbertrank. Macht einen immun gegen Werwölfe, hä? Belebt einen gefallenen Kameraden wieder? Mit Silber? Also ich weiß ja nicht, wenn man so Silber trinkt, ist man eher tot. Naja gut, Silber war in dieser damaligen Zeit oder in dieser Fantasy-Welt, in der es spielt, in beidem wahrscheinlich schon als eine Art Heilmittel angesehen. Sind 20 Lebenspunkte bei uns noch relevant? Ich bin mir gerade gar nicht... Ich glaub's nicht. Ich würde auch ehrlich gesagt erstmal gar nichts kaufen. Stimmt, wir haben eh gespeichert, das heißt... Genau, und wir haben wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen im Inventar. Ja, dann sollte es uns egal sein. Gehen. Ob wir irgendwas... Was ist jetzt los? Bist du gefroren? Irgendwie, ja. Tja, dann haben wir direkt nach 2 Minuten Aufnahme schon den ersten Bug gefunden, ne? Ja, wir müssen ja nichts kaufen, weil wir haben ja gespeichert, Hört ne? ihr das? Das ist meine Pfeiltaste. Ey, du kannst einfach auf jede beliebige Taste klicken und den Leuten sagen, es ist deine Pfeiltaste. Okay, Enter kann ich noch drücken. Was? Sind wir jetzt immer noch an demselben Ort? Nein, okay. Okay, das ist jetzt natürlich interessant. Er hat sozusagen registriert, dass du weiter nach unten gegangen bist, aber er ist trotzdem stehen geblieben und erst nachdem du den Bildschirm gewechselt hast, hat sich deine Figur verschoben. Das möchte ich tatsächlich gerade nochmal, das ist zum Beispiel für mich, dass er nochmal das gleiche labert. Ich meine, wir haben es schon gehört vom Händler, ne? Er könnte jetzt auch einfach was anderes sagen. Gehen. Und das war's. Das ist tatsächlich ein Bug an der Stelle. Ich drücke jetzt ein bisschen nach unten und jetzt mal nach links noch ein bisschen. Jetzt drücke ich Enter. Nochmal Enter. Wir stehen woanders. Wie konnte das nur keiner der Beta-Tester sehen? Es ist doch so offensichtlich. Nee. Schöner Bug. Schöner, interessanter Bug, oder? Nee, ich finde das eigentlich auch immer ganz cool, wenn doch so ein paar Bugs... Ich meine... Es ist halt kein kommerzielles Spiel und es ist auch nur eine Demo, ja. Ja, also. Genau. Also im Endeffekt, ich meine, ich werde das ja auf jeden Fall noch so posten, dass auf jeden Fall das Imagine Sonic sehen kann. Und werde den Bug auch nochmal aufschreiben. Und vielleicht ist er ja dann so nicht mehr drin in der Vollversion. Dann haben wir auch was... Beziehungsweise in der zweiten Demo. Genau. Du musst es auch so sehen. Ich finde es auch ganz gut, dass er jetzt nicht direkt Vollversionen rausbringt, sondern Demos macht. Ja. Weil... Die nächste Demo muss ja mit der Demo hier sozusagen nicht mehr besonders viel zu tun haben. Es kann sich ja in der Zeit eine Menge ändern. Genau. Die Story kann zum Beispiel noch umgeschrieben werden oder so, ne? Ja. Sodass am Ende zwar ein paar Maps und sowas alles Verwendung finden, aber die Vollversion dann natürlich komplett anders aussieht. Ja.
Ich finde es echt sehr schade, dass man mit denen nicht irgendwie reden kann oder dass es nicht irgendwie einen Quest gibt oder so, aber. Ich muss sagen, ich würde den Spruch gut finden am Anfang, wie gebt mir euer Gold und dann greift er an. Weißt du, so einen. Ja, genau, dass noch irgendwie eine Textbox erscheint, ja. Genau, das. Ich meine, das könnte man ja ohne weiteres einbauen, ne? Das wäre schön irgendwie. Was ich gut Musst du dann halt finde. auch jedes Mal einstellen, ne? Du musst dann halt dieses Event bearbeiten oder jedes Mal noch diese blöde Textbox reinmachen. Ja, na klar, natürlich, sowas ist halt Aufwand. Logo. Keine Frage. Aber ich finde schon, dass es ein Spiel einfach unheimlich aufwertet, weil es die Gegner irgendwo realistischer macht, ne? Oder man tauscht die menschlichen Banditen einfach durch Goblin- oder Ork-Banditen aus Dann und. müssten die aber auch Uga. Ui. Ja, gut, die Todesblume macht ja auch nicht. Das Und wäre der aber Schleim cool. macht auch nicht. Wäre aber cool, die Pokémon machen das auch. Pokémon können nur ihre Namen sprechen. Und weißt du, ich finde es eigentlich interessant, dass Pokémon. Sie sprechen die Sprache ihres jeweiligen Landes, ne? Ja. Das ist eigentlich ziemlich cool. Oho, eine Hydra. Ja. Weißinja! Was ist das für eine Bestie? Eine Hydra? Du liebes Ah, deine Schlange mit Bestie. 3 Köpfen. Hast du jetzt wirklich irgendwas übersprungen, Nee, oder? nee. Okay, es kommt mir immer wieder so vor. Nein. Was sollen wir tun? Wir müssen dem Mann helfen. Hey, auf weg! Hey! Ich sag dir was, auf das du garantiert noch nicht gekommen bist. Was? Das. Verstehe. Ich glaube, da ist jemand sauber, weil wir uns am Mittagessen versaut haben. Das ist echt unrealistisch. Das haben wir ja schon mal angesprochen, dass die Charaktere sich sehr seltsam verhalten, ne? Und ich meine, wenn da vor mir eine Bestie auftaucht, dann versuche ich doch wegzulaufen, oder? Ich finde es auch ein bisschen komisch. Eigentlich hätte es jetzt so passieren müssen, oder zumindest sah es auch für mich so aus, dass die den eben zurufen, ey, lauf weg! Und er so, hä, was? Da ist jemand? Und in der Zeit schlappt dieses Monster zu und frisst ihn einfach auf. Ja, das wäre auch viel dramatischer an der Stelle, aber so. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Und dann trifft er auch noch uns. Heute ist einfach nicht sein Tag. Redet ihr jetzt gerade von dem Monster? Er. Er? Von mir aus auch es. Okay. Oh, Ellen sagt erstmal, ich hasse Schlangen. Ich hasse Schlangen. Nun stell dich mal nicht so an, das ist eine Hydra und keine Schlange, du Idiot. Ich wollte dich nur vorwarnen, dass ich deshalb leicht gereizt sein könnte. Was ist da? Mann, was es nicht alles gibt. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. Ob das jemals endet? Ja, okay, jetzt, wo ist gerade Oh erstmal no. Blutbiss? Oh. Wir hätten vielleicht doch Heiltränke kaufen sollen. Ich erinnere mich an diese Musik. Auch wenn ich selbst komponiere, es kommt mir extrem bekannt vor. Du kannst sie gerade nicht hören, aber irgendwie kenne ich die. Jetzt muss ich, wir müssen sich auch gerade ein bisschen wieder reinspielen. Ja, wer kann jetzt genau heilende Sie kann Briefe? diese Heilprise. Das ist zumindest erstmal ein Anfang. Wie stoppen wir jetzt die Blutung? Haben wir irgendwas im Inventar oder kann sie irgendwas? Magie. Ist das jetzt ein Bug oder? So, hier sind wir wieder. Und wir wollen noch ein, zwei Sachen machen. Und zwar, wenn wir den Lutscher Nia geben. Hat auf jeden Fall keine MP gegeben. Seltsam. Also ich würde jetzt vermuten, dass Intelligenz sowohl die MP erhöht als auch den Schaden, den Magie verursacht. Vielleicht ist es auch nur Schaden, den Magie verursacht. Und dann denke ich mal, geben wir das magische Wasser auf jeden Fall Na gut, vielleicht ist. auch Wie gleich Nia. viel wurde denn die MP erhöht? Ein Punkt, 2 Punkte? Wahrscheinlich ein. Ja, ein Punkt. Sagen wir Vielleicht fünf. merkt man das auch erst später beim Levelaufstieg. Ja. Bla bla bla. Oh mein Gott. Nein. Oh. Sollen Du wir es noch liebst bisschen. schaffen?
Lauf Oh mein Gott, lieber wir müssen sofort weg. handeln! Los, renn weg! Ein schieden Pokémon greift an. So. Übrigens, ich hasse Schlangen, ich bin Indiana Jones. Und das sonst. Und er macht natürlich. Okay, perfekt, diesmal verfehlt er. Ja, wir haben festgestellt, dass wir Blutung heilen können. Das ist eine sehr Ich würde dir auf jeden Fall aufpassen, weder Magie noch Technik zu wählen. Du musst aufpassen, dass du nicht am Ende wieder den Bug auslöst. Heil ihn ja, ne? Ja, du hast absolut recht. Jetzt hast du den Falschen geheilt. Aber ist egal. Ja, stimmt. Oh, Blutbiss, danke, dass es nicht gewirkt hat. War das ein Blutbiss? Ja. Okay, gut. Machen wir nochmal einen Angriff, um Ladungen zu sammeln. Und. Ah, stimmt, jetzt hätten wir sie heilen sollen, ne? Du warst doch gerade mit dem Cleric dran. Ja, deswegen hat mich gerade ein bisschen. Ach so. Er kann ja als Technik den Kraftangriff. Kraftangriff, mach's einfach mal. Ja, das war auch ganz solide. Wo ich zugeben muss, dass Kraftangriff irgendwie ein seltsamer Name ist. Ich finde auch komisch, dass irgendwie beide heilen. Naja, das ist, ich nenne es jetzt einfach mal so eine Art, naja, ich will es nicht unbedingt Noobschutz nennen, ne? Aber es ist schon ziemlich frustrierend, wenn man die ganze Zeit Heiltränke kaufen muss, obwohl man sowieso schon knapp bei Kasse ist. Ich meine, in vielen Spielen mit einer Party ist es ja so, dass man immer den Cleric dabei hat, ne? Naja, eigentlich hat man, ist ja ein Cleric so eine Art Mischung aus, aus Magier und Kämpfer, ne? Ja, wobei er ja so diese Geistmagie, Geist, Seele, Körpermagie eher, zum Beispiel, so kennt man es aus Might and Magic. Er kann eben heilen und vielleicht irgendwas gegen Untote machen oder gegen Böses. Genau, richtig. Richtig. Kleriker. Außer natürlich, er ist ein böser Kleriker, dann kann er wahrscheinlich Schutz vor Gutem. Naja, der Kleriker ist, wenn man es so nimmt, eigentlich immer ganz gerne sowas wie die Vorstufe des Inquisitors, sowas so in dieser Richtung auch ein bisschen. Nee, ach, Streicher so ein Schwachsinn. Doch, gut Schaden. Muss gut Schaden. Wow, jetzt ist der Balken erst gelb. Ja. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert. Verliert die jetzt einfach nur Schaden und ich sehe es gar nicht? Also, verliert sie Leben und ich sehe es nicht? Und das mit der Heilung ist ja auch ganz in Ordnung, ne? Ich meine, die eine hat einen Heilzauber drauf, der alle heilt. Und die anderen einen Heilzauber, der eben nur einen heilt, aber dafür heilt der Heilzauber, der alle heilt, eben nicht so viel. Naja, der Streuschuss ist schon gut. 33 Schaden macht so ein Zehntel von dem Balken weg. Ja, jetzt können wir wieder den Kraftangriff machen. Ich muss sagen, Magie brauchen wir irgendwie nicht. Wir machen gerade ganz gut Schaden und Schlange macht jetzt hier nicht wirklich was. Zum Glück, ja. Ja, das hätte auch dümmer ausfallen können. Ich finde es irgendwie komisch, dass die drei Köpfe hatten. Eigentlich sind wir ganz typisch für Hydren, dass die mal mehrere gleichzeitig angreifen können. Ich meine, man sind ja mehrere Köpfe, ne? Treib's jetzt mal nicht an die Spitze, das ist irgendwie ein Boss ganz am Anfang des Spiels. Ja, natürlich. Wow. Es ist des Öfteren mal so, es ist aber auch nicht immer so. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Standard ansehen. Ich würde eine Hydra aber, muss ich ganz offen gesagt sagen, noch nicht so früh packen. Also ich muss sagen, ich kenne eigentlich Hydren immer als starke Gegner. Wenn man zum Beispiel auch wieder mal ja, Magic spielt. Ja, du, in deiner Welt. Aber in dieser Welt, da sind Skelette irgendwie Level 1 Gegner und Hydren sind Level 5 Gegner. Wir haben hier gerade auf Level 2 oder Level 3 Hydren eine Hydra geklatscht, ne? Vielleicht war es auch nur eine Baby-Hydra. Okay, ja. Ansonsten finde ich es halt ein bisschen früh, muss ich sagen, gegen sowas zu kämpfen. Puh, so früh gegen eine Hydra gekämpft, aber... Aber ich stürme dir zu. Lasst uns weitergehen. Dieses Biest hat uns genug Zeit gekostet. Sag mir, es ist ein Boss, war es auf jeden Fall einen miesen Abgang. Speichern. Du hast recht. Speichern ist immer ganz wichtig, vor allem, wenn das Spiel eventuell Bugs beinhalten könnte. Was war das? Nee, es ist der gleiche noch, oder? Oh, hat ich habe ehrlich gehabt. Gesagt keine Ahnung. Das ist 10 Minuten her. Was war das für ein eine Bestie? Das war eine Hydra. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier sowas gibt. Das ist eine Hydra und eine Hydra so früh. Willst du mir sagen, dass es noch mehr von diesen Bestien
wie es dann geben kann. Ich weiß nicht. Ich meine, wenn es ein Weibchen war und es vielleicht noch irgendwo ein Mädchen gab und die vielleicht Eier gemacht haben, dann... Nein, ich hoffe nicht. Geil, der Weg ist nun frei. Ich danke euch. Ja, der Weg in den Westen. Warum zum Beispiel dort nicht einfach irgend so eine Gebirgsriesenschlange oder so? Das wäre auf jeden Fall irgendwo realistischer, als jetzt hier eine random Hydra auftauchen zu lassen. Woher willst du das wissen, Steve? Lebst du in dieser Welt? Nein. Vielleicht sind die Hydren in dieser Welt einfach nur wesentlich ungefährlicher, ja. Ich meine, das sind eben keine Schlangen, denen du Köpfe abschlägst und dann wachsen sofort zwei neue nach. Nein, das sind einfach nur dreiköpfige Schlangen. Fertig, aus, die vielleicht ein bisschen größer sind und theoretisch eine Menschen töten können. Aber... Warte, wie war das nochmal? Warum steht der jetzt hier nicht weiter hoch? Da müsstest du, ja. Und der Schleim kommt von oben runter. Nö, gefloppt so. Blub, blub, blub. Oh mein Gott, ein Schleim! Ja. 4 Erfahrungen erhalten, das hat sich hier richtig gelohnt. Wo kommen wir jetzt? Hier? Ja. Sowas sieht, muss ich sagen, halt immer blöd aus, weil du auf einmal hier so ein Viereck quasi was du drin hast, weil so wächst nun mal kein Gras. Hast du noch nie viereckiges Gras gesehen? In der Natur, nein. Du bist nicht oft draußen, oder? Ich bin Gamer, natürlich nicht. Also ich sehe andauernd viereckiges Gras. Das genau. Ja. Und das ist an Orten, an denen sonst nie ein Mensch ist, aber viele Hunde. Vielleicht soll ich da nicht so oft hingehen. Ein Ort, wo sonst keine Menschen sind, du Emo. Naja, gut. Da sind schon Menschen, aber die gehen halt mit ihren Hunden spazieren. So ungefähr, ne? Sprich, ja, ist es nicht. Na gut, ich war auch ehrlich gesagt schon ziemlich lange nicht mehr an dem Ort, aber als Kind war das ziemlich cool. Wir dachten damals, wir hätten dort eine Leiche gefunden. Oh Mann. Naja, okay. da war halt irgendwie so ein Sack, ne, aus dem es extrem stank und was Rotes rauskam und wir dachten dann irgendwie wirklich, da wäre vielleicht ein totes Baby oder so drin. Wir haben dann die ganze Zeit mit dem Stock darauf rumgetippt und oh Mann, jetzt tun sich gerade Abgründe in meinem Let's Play auf. Also, ja gut, was heißt Abgründe, als ob du niemals 10 Jahre alt gewesen wärst. Übrigens finde ich es sehr lustig. Hier ist sind unsichtbare Mauern. Und ich sehe sie auch nicht, ne? Ja, wir kommen also durch diese unsichtbare Mauern durch, aber du hast das nicht konsequent, also Nation Sonic hat das nicht konsequent gemacht. Und so kann man hier lang und dann hier doch rein. Nur leider ist da scheinbar nichts. Ja. Und auch sehr komisch ist dann hier, also so, ich meine, wenn ein Wesens kommen wird, ich will da jetzt nicht lang oder so, aber einfach eine unsichtbare Wand ist uncool. Ja, das ist uncool. Ist das ein Friedhof? Soll wahrscheinlich eine Stadt sein. Ich kann den Namen der Stadt nicht lesen. Ja, es war rot auf rot. Shinsei, nee, ja, um was Richtung. Ein kleines Dorf. Ich hoffe, dass wir hier unseren Freund und unseren Sohn finden. Ich hoffe es auch. Ich mache mir solche Sorgen um die beiden. Das merkt man. Das merkt es man ganz wird zumindest zwischendurch mal angedeutet. Hallo, Schönheit. Wie bitte? Nun, wenn ich mir dein Haar ansehe, welches im Wind weht, muss ich schon sagen, dass man nur dahin schmelzen kann. Oh, ist das billig. Alex, hast du dich verkleidet? Und danke für die lieben Worte. Ich muss nun weiter, meine Liebe. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Übrigens, deine Beine sind so hübsch. Wann hast du mal wieder Öffnungszeiten? Oh Mann. Hä? Ja, das war aber eilig. Erst macht er dir ein Kompliment und nun rennt er weiter. Nun, ich glaube, da kommt der Grund. Soll ich den machen, oder? Ist deiner. Ist ja vor kurzem mein Mann vorbeigelaufen, der ein grünes Stimmband trug. Schnell, ich erwarte eine ehrliche Antwort. Ja, der ist hier gerade vorbeigekommen. Was ist mit ihm?
Jetzt ist es cool, wenn man sich eigentlich sowas aussuchen kann, ob man lügen will oder die Wahrheit sagt. Ja. Verdammt, er ist einer der Diebe, die die Stadt immer wieder nach einem Besuch abstatten. Ihm nun blind nachzulaufen, bringt auch nichts. Wenn wir das gewusst hätten. Was dann? Ja, okay. Dann hätten wir uns den Kerl vorgenommen. Ihr erscheint mir nicht wie Kämpfer. Wenn du da dich da mal nicht täuscht. Wir haben sicher mehr gekämpft, als du glaubst. Und dessen sind wir Level 3. Moment mal. Was ist, Alan? Verdammt! So Geldbörse ist weg! Wer hätte das nur erwartet? Dieser Mistkerl hat sich einfach mitgenommen. Mach doch nichts. Wir können Kira ja einfach weitersuchen. Was? Ich meine, wir haben schon zuerst extra Geld gesammelt und so, aber egal. Na, die Ausrüstung haben sie ja jetzt, ne? Wir müssen aber unsere Vorräte auffrischen. Und die Nacht bricht bald herein. Da ist das Weiterreisen in unbekannten Gefilden wirklich sehr gefährlich. Oh, da hast du recht. Dieser Langfinger ist nun aber sicher schon über alle Berge. Was sollen wir nur tun? Was willst du tun? Meldet euch beim Bürgermeister, wenn ihr helfen wollt. Na, fein. Ich schaue derweil, ob ich noch eine Spur aufnehmen kann. Dann lasst uns mit dem Bürgermeister reden. Vielleicht weiß er auch etwas über den Verbleib von Alex und Gerhard. Ich meine, eine Pension kann man nicht mehr bezahlen, denn wir haben ja kein Geld mehr. Ich würde vorschlagen, wir speichern hier an der Stelle erstmal ab. Und wetten, wir haben noch unser Geld? Nein, 0 Naira. Wow, das ist cool. Das ist gut, dass es vielleicht achtet wurde. Ja, dann würde ich sagen, in diesem Ort ohne Geld... Ich würde eigentlich vorschlagen, ich meine, es gab doch noch einen Weg nach Westen. Im Wald. Den könnten wir uns ja dann im nächsten Part nochmal anschauen. Wir dürfen nicht zurück. Was, wir dürfen gerade nicht zurück? Och, ich hasse solche Barrieren. Ja. Ja, wir dürfen nicht zurück. Und es gibt kein Zurück mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.